Guten Abend, meine Damen und Herren. ARD und ZDF haben ihr Programm geändert. Denn das Unglaubliche ist passiert. Die Weisheit ist an einem Ort zusammengekommen in Hamburg auf dem Kongress. Und zwar in Gestalt von Patricia Cammarata. Angereist diesmal von fast gar nicht so weit, Frau Kirsche. Und diesmal ohne Grund mit seinem fetten Internet anzugeben, Malik Aziz. Mein Name ist Markus Richter, ich spreche im Mikrofon und muss das außerdem heute noch hier tun. Und Sie, Frau Kirsche, sitzen auf meinem Platz. Es ist unfassbar. Alles, was schiefgehen wird, wird heute schiefgehen. Herzlich willkommen zur Weisheit Live, dem Staffelfinale 2016. Und auch Sie, liebes Publikum, herzlich willkommen. Hört ihr uns gut? Ich kann euch nicht hören. Du alter Popstar. So, wir sind heute hier zusammengekommen, um ein ganz bestimmtes oder vielleicht auch mehrere ganz bestimmte Probleme zu klären, und zwar eure Probleme. Wir sind Dr. Sommer, wir sind Domian, wir sind das philosophische Quartett. Mhm. Das heißt, wenn ihr Probleme habt oder Sachfragen oder philosophische Probleme. Was machen Sie da? Aziz! Ist das schon gefeuert? Weil ich, mein Problem war nur nicht Cola den, auf Laptop. Nicht aber es ist Cola Light. Nicht den, klebt nicht. Hey! Disziplin. Nicht den einzigen Gag, den wir haben, gleich am Anfang verfeuern. Das wird sonst sehr lang heute. So, liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen eure Probleme lösen. Die Frage ist natürlich, habt ihr welche? Das ist ja mit der Publikumsbeteiligung immer so eine Sache. Ich bitte jetzt mal sozusagen die Hand diejenigen zu heben, die ein Problem haben. Ach, da hinten, ich sehe ein Problem. Jetzt bitte mal oben lassen die Hand. Und jetzt mal bitte alle die Hand senken, die ihr Problem nicht nennen wollen. Was? Ja, doch, es ist immer noch oben. Denn wir bräuchten mal ein Mikrofon da hinten. Und hinten gibt es ein Problem. Wir werden dieses Problem heute klären und es wird eine awesome Lösung sein. Könnten wir ein Mikrofon da hinten bekommen? Habt ihr auch so Angst? Könnt ihr mal einen Applaus für Petra abfeuern? Das ist Petra, die Dame am Mikrofon. Unser Engel für heute. Ich auch übrigens. So. Hallo. Was ist denn hier los? Ich bin die Svenja. Hallo Svenja. Und ich habe ein dezentes Kreativitätsproblem. Immer wenn ich einen Blogbeitrag schreiben will, fällt mir nichts ein. Obwohl ich schon seit einem halben Jahr nichts mehr geschrieben habe. Und dann denke ich so, irgendwann werden mir die Follower abhanden kommen. Dahinter verstecken sich ja zwei Fragen. Die eine ist, wie klärt man das Kreativitätsproblem? Die andere ist, wie wichtig sind Follower? Ersteres ist erstmal wichtiger. Frau Cammarata, Sie sind ja sozusagen Elite-Bloggerin, wenn ich das richtig in Erinnerung behalte. Deswegen fragen wir Sie vielleicht zuletzt. Frau Kirsche, Sie schreiben ja in Ihrer Doktorarbeit und haben ja da sozusagen häufiger, habe ich gehört, also vermute ich, habe ich gehört. Will jemand Steuererklärung sagen, das Wort? Nein. Also das wäre jetzt mein Job, ne? Ja, ich wollte nur mal. Danke. Also Kreativitätspausen. Ja. Wie überbrückt man die denn? Also sagen, es ist klar, da muss etwas geschrieben werden, aber es geht nicht. Wie geht das? Mein Steuerungselement sind Deadlines. Das ist jetzt bei Blogbeiträgen tatsächlich schlecht. Aber vielleicht ist das tatsächlich auch ein funktionierendes Instrument, zu sagen, ich will einmal im Monat oder ich will... Also irgendwas, was den Druck so dermaßen erhöht. Den Gedanken hatte ich auch schon. Ich habe auch immer schon Themen, aber es will dann nicht so richtig fließend, sag ich mal. Okay. Verstehe. Ja, also bei mir funktioniert Druck, sonst hilft auch sehr gut sozialer Druck. Also kannst ja mal deinen Freundinnen und Freunden erzählen, dass du einen Blogbeitrag oder das Ankündigen an deine Follower. Ich habe in einem Eintrag sogar mal gesagt, wenn ich jetzt wieder länger als einen Monat nichts schreibe, dann tretet mir in den Arsch, aber gepflegt. Und da kam aber nichts drauf. Auf Follower ist heutzutage auch kein Verlass mehr. Es ist unfassbar. Also ich finde es tatsächlich mit den selbstgesetzten Deadlines ist bei mir auch schwierig. Ich versuche das auch, also und zwar im Sinne von, der Beitrag muss ja abgegeben werden, Und dann sage ich so, ja, wenn ich das in der Nacht davor mache, wird es anstrengend. Ich setze meine Deadline einfach einen Tag früher. Hat noch nie funktioniert. Aber also, wenn das klappt, wenn das umgesetzt werden kann, was Frau Kirsche vorgeschlagen hat, ich wäre dann sehr daran interessiert, wie wiederum der Mechanismus ist, wie man das machen kann, dass man eine selbst, also quasi eine virtuelle Deadline, sich tatsächlich ernsthaft einredet. Herr Aziz, Sie sind ja auch kreativ tätig. Es muss, aber es geht gerade nicht. Was passiert dann? Ja, ich habe eigentlich, ich bin jetzt 17 Jahre selbstständig, ich habe immer auf diesen Moment gewartet, wann so dieser leere Block von oben kommt, und ich hatte den noch nie. Aber bei mir... Ich glaube, im Unterschied zu Svenja ist es so, ich muss nicht aus dem Nichts heraus quasi selbst was schaffen, sondern da kommt jemand mit einem konkreten Problem zu mir. Also ein Kunde kommt und sagt, wir bräuchten eine Broschüre. Hast du gerade unser Sendungskonzept verraten? Shit. Also, so, deswegen tatsächlich, und wir haben immer Deadlines und es gibt Geld dafür. Du könntest ja vielleicht... Zahlt ja selber Geld aus, genau, das ist doch gut. Wäre gerade noch sozusagen das Problem, wieso bezahlen Leute eigentlich kein Geld geklärt worden? Frau Cammarata. Mein Tipp ist, ja, wie bei allen Sachen, Perfektionismus sich von Perfektionismus verabschieden. Also ich habe ein unglaublich großes Backend mit ungefähr jetzt mittlerweile 500 Entwürfen. Wow. Und deswegen, wenn man Themen hat, einfach schreiben, und manchmal kommt man dann sozusagen in den Flow und dann wird das irgendwie was Gutes und manchmal eben nicht. Und gleichzeitig kann man aber oft 3 Monate später irgendwas aus den Entwürfen lesen und denkt so, hey, so schlecht war das gar nicht, und hat irgendwie nochmal eine andere Idee und kann das irgendwie ergänzen, und dann geht das eigentlich. Das könnte sogar schon der springende Punkt sein mit diesem Perfektionismus. Oh ja, darf ich da mal einhaken? Da hast du was echt Gutes gesagt. Perfekt ist der Feind von gut. Das ist ein Spruch, den ich mir irgendwann mal so verinnerlicht habe. Es ist nicht nur so, perfekt ist irgendwie so ein bisschen schlechter als gut, sondern perfekt ist der Feind von gut, weil es ist halt nie gut genug und wird deswegen halt auch nie fertig. Wenn man sich davon verabschieden kann, ist man, glaube ich, auf jeden Fall ein Riesenschritt. Aber Svenja, bedeutet das sozusagen, du hast schon Themen, die werden nur nicht fertig? Ja. Okay, gut. Ich hatte jetzt gedacht, vielleicht ist gar kein Thema überhaupt da. Das wäre ja nochmal ein anderes Problem. Doch, das schon. Okay, Themen sind da gut. Dann ist ich habe auch schon ein paar Entwürfe rumliegen, aber irgendwie, ja. Also einfach machen. Frau Cammarata, ich würde aber doch noch 2 Sachen fragen. Nämlich die erste ist, die Angst ist ja hier nicht, dass, also quasi eigentlich ist es ja nicht die Angst vom Titel, sondern die Angst, dass der Follower schwindet, wenn man nicht schreibt. Wie viel, also Sie als Elite-Bloggerin, wie viel Pause ist denn so lang zwischen 2 Blogartikeln? Ich glaube, das gibt's nicht, oder? Es gibt ja auch RSS-Feeds. Also ich habe das Gefühl, ich kann ziemlich lange nicht schreiben, und wenn ich dann wieder schreibe, dann kommen die Leute auch wieder. Okay. Und im Grunde, also sich von Followern abhängig machen, ist ja sowieso immer, finde ich, ein bisschen schwierig, weil dann überlegt man sich vielleicht auch, über welche Themen man schreibt und wie man darüber schreibt, damit es möglichst viele mögen und so weiter. Und irgendwann fängt man dann an, sich total krumm zu machen. Und also ich habe die Erfahrung gemacht tatsächlich, dass je mehr man sich davon lösen kann, ob das jetzt jemand liest oder nicht, desto einfacher fällt einem das. Ja. Ich glaube auch, dass man sich davon lösen muss, und gerade in der Wissenschaft, auch wenn das nicht die Frage war, aber ich glaube, so eine durchschnittliche Publikation wird von 15 Leuten gelesen, und da gehören Mama und Papa sehr wahrscheinlich schon dazu. Also in meinem Fall wohl eher nicht. Also ich fasse mal zusammen. Nicht perfektionistisch sein, aber darauf bauen, dass der Blogartikel schon gut genug sein wird, und Mama und Papa dazu bringen, das eigene Blog zu lesen. Ist doch jetzt, ja, das ist okay. Gut. Lieber nicht. Ich hätte noch einen Designerrat. Ja. So, wenn du da deine unfertigen Blogartikel rumliegen hast, zum Beispiel mal dein Konzept überdenken. Einfach halbfertige Blogartikel raushauen und Leute einladen, so das zum Konzept erheben oder so aus Scheiße Gold machen. Und mal gucken. Ich weiß ja nicht, was dein Thema ist, aber das könnte ja auch sein, dass das funktioniert. Der Podcast läuft später, also 2 nach uns. Gut. Und ich habe nichts gesagt. Ich hoffe, dass wir dieses Problem vielleicht nicht geklärt, aber doch zumindest gekonnt eingegrenzt haben, und bitten um das nächste Problem. Ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, haben wir noch ein Problem hier? Gibt es noch ein Problem? Ansonsten ist die Sendung an dieser Stelle... Problemlose Leute. Ja, wir ein Problem. Ich habe vorhin so einen kleinen Podcast mit eine halbe Stunde mit Junghackerinnen und Junghackern moderiert und habe dann auch diese Frage gestellt, so, hey Leute... Ich glaube, Becky hat ein Problem. Wie sieht's denn aus? Was können die denn nächstes Mal besser machen? Und da haben die gesagt, so, nö, ist eigentlich alles geil. Und ich meine, das ist eigentlich total cool, dass es halt so eine Ansammlung von Menschen gibt, die einfach, für die ist alles gut. Und dann will man so eine Problemsendung machen und denkt so, ah, naja, gut. Aber da ist noch eins. Ein Problem. Ja, hallo. Meine Frage richtet sich quasi ein bisschen, geht in die ähnliche Richtung wie das Blog-Ding. Und zwar, es geht um die Jahreszeit Winter. Es ist kalt, es ist ungemütlich draußen. Das Problem ist, man fällt da oft in so ein Motivationsloch. Zum einen habt ihr das auch und zum anderen, wie vermeidet ihr das? Habt ihr Strategien, aus dem Loch wieder rauszukommen? Das ist ja quasi, also wenn man es vermeidet, dann muss man ja nicht rauskommen. Aber erstmal, also Winterloch. Herr Aziz? Gegen Januar, Februar kann manchmal sowas passieren. Okay. Frau Kirsche? November bis Februar. November bis Februar? Frau Cammarata? Nein. Okay, dazu kommen wir. Manchmal. Es ist wirklich ganz. Also es gibt sagen, pro Jahr können 3 verschiedene Sachen passieren. Das eine ist, die Sonne verschwindet und ich so, bis Mai. Das andere ist, ich denke so, bestimmt kommt bald das Winterloch und es passiert einfach nicht. Und dann ist dann irgendwann so Juni und ich denke so, jetzt ist auch zu spät, jetzt kannst du auch irgendwie sitzen bleiben. Und dann gibt es so dieses, der Herbst fängt an und ich denke so, was ich gerne mache, ist im Oktober nochmal irgendwo hinfahren, wo die Sonne ist. Und dann denkt man so, Mitte Dezember denkt man so, haha, ich hab's geschafft. Und das ist wieder so, patsch. Ja, das kann passieren. Strategien, ich weiß, also... Ich hab tatsächlich keine Strategie. Also man muss dazu sagen, es ist nicht so schlimm, dass ich sozusagen gar nichts mehr hinkriege. Es ist eher sozusagen, also jammern reicht. Leute zu haben, vor denen man jammern kann, ist total hilfreich. Die dann so reinfallen lassen und dann wieder rauskommen, das geht schon meistens irgendwie. Frau Cammarata, ist das eine willentliche Anstrengung, sozusagen das nicht zu haben? Oder weißt du einfach nicht, wovon wir reden? 500 Entwürfe, sage ich nur. Aber ich fange ja immer an. Also ich bin ja ein bisschen zwanghaft. Also ich glaube, das hilft mir in vielen Sachen, dass man halt in Routinen so drin bleibt und Sachen dann einfach trotzdem macht und auch Jahreszeiten unabhängig trotzdem macht. Und ich glaube, das Zweite, was mir sehr zugutekommt, ist Ignoranz. Also ich kriege ganz wenig mit. Das hilft mir auch überhaupt in Berlin zum Beispiel, mich wohlzufühlen. Ich sehe keinen Dreck, höre keinen Lärm, sehe keinen Schlamm. Für dich ist also eigentlich auch kein Winter? Nö, also das ist ja in Berlin sowieso so ein bisschen 9 Monate Winter und der Rest ist so fast Frühling und ein Monat irgendwie total heiß. Aber ja. Patricia Cammarata, die Frau, die im Zwielicht wohnt. Ja. Nee, aber wie gesagt, Zwanghaftigkeit und Ignoranz hilft. Aber ich finde es interessant, dass du sagst, weil das hilft bei mir nicht. Und zwar aus dem Grund, wenn ich das mache. Also ich sage einfach, also Winterdepression ist mir egal, ich mache meinen minutiösen Tagesplan. Dann macht die Winterstimme, die Winterdepression schon im Kopf so, immer dasselbe, keine Abwechslung, was soll das? Geschlafen. Ja, genau so. Bis zum Frühjahr. Malik, es kommt spät, aber ist es dann umso schlimmer? Oder ist es ist eher so, dass ich die ganze Zeit denke, es ist ja November, war noch gar nicht so schlimm oder wir haben jetzt schon fast neues Jahr, war noch kein Schnee, ne, so richtig Winter ist noch nicht. Dann ist ja bald auch schon wieder vorbei und dann finde ich mich im Februar auf einmal irgendwie wieder und denke, es ist irgendwie, Und wenn dann im April mal so ein warmer Sonnentag ist, dann merke ich, was alles gefehlt hat. Okay, so, ja. Was auf jeden Fall nicht funktioniert. Also den Tipp kann ich dir geben. Irgendwie, ich habe mit Mama mal gedacht, komm, wir machen mal aktiv was, mal auf so eine Sonnenbank. Ich erste Mal in meinem Leben auf so einer Sonnenbank. Ich habe mir das halt irgendwie so ein bisschen strandig und sonnig und irgendwie cool vorgestellt. Kommst halt so rein, alles halt nur so eine Plastikliege, auf der du eine Plastikplane und dann ahlst du dich da irgendwie so nackig drauf und es ist dann nach 10 Minuten vorbei. Du hast nichts gemerkt, es war blau, es hat mit Sonne nichts zu tun. Also irgendwie dann halt, wir sind beide rausgegangen und dachten, okay, also das ist es auf jeden Fall nicht. Vielleicht funktioniert es für dich, aber auf jeden Fall... Muss man das nicht mehrfach machen? Ist das nicht sozusagen quasi, dass man... Also ich sag mal, das einladende Element fehlte auf jeden Fall dann ganz massiv. Um da nochmal hinzugehen, da auch noch so Geld für hinzulegen. Und dann... wird dahinter ja alles... Da fühlt man sich willkommen. Ja. So lang her. Ja, sehr gut. Klar. Frau Kirsche. Sie haben es ja quasi so richtig gut abgegriffen. Wie haben Sie es heute hierher geschafft? Ja, man weiß es nicht. Nein, das Gute ist, dass mir immer erst so... ich habe kein Winterthema, wobei mich das auch nervt, aber ein Dunkelheitsthema. Und ich merke aber immer erst so Mitte Dezember, dass ich denke, ach, ist irgendwie alles ganz schön scheiße gerade, geht mir alles auf den Keks, warum sind eigentlich die Menschen so doof und Entschuldigung? Anders doof als sonst. anders, noch viel döver als sonst. Und dann denke ich so, ach ja, ist ja Dezember und ja, dann ist ja schon bald, dass es heller wird, das hilft auf jeden Fall. Und für mich ist genau diese Phase des Jahres auf jeden Fall die anstrengendste. Ich finde, dieses zwischen den Jahren, alles gerät so außer Tritt und wird so losgelöst von Raum und Zeit. Auch dieses Konzept, dass ich nicht weiß, welcher Wochentag ist, finde ich total doof. Ich bin einfach froh, wenn das vorbei ist und dann gucke ich, dass irgendwas passiert. Ich habe da aber eine wirklich gute Empfehlung für zwischen den Jahren. Antidepressive? Nee, es gibt diesen in Hamburg, also wo es nächstes Jahr ist, weiß ich nicht genau, aber es gibt diese Chaos Communication Congress Veranstaltung und die macht genau das, also sagen, die passt genau zu diesem Gefühl, ich habe keine Ahnung, welches Datum, welcher Wochentag, was soll, es ist einfach egal, man verschwindet für 4 Tage in diesem Bunker, der sich aber wie eine Party anfühlt und das ist gut. Ich hatte ja gerade gesagt, das mit der Dunkelheit, ne? Und so. Ja, dazu wollte ich auch noch was sagen. Es gibt ja diese Tageslichtlampen. Hast du die mal ausprobiert? Nee. Ich habe ja so ein Ding und habe gedacht so, hey geil, Tageslichtlampe. Je mehr, desto besser. Mach das Ding an. Und dann merkt man tatsächlich, das macht was, weil man, also wenn man das irgendwie um 11 immer noch anhat, dann ist man um 1 auch immer noch wach. Toll. Und habe mir dann aber erklären lassen, nee, das ist ein therapeutisches Werkzeug. Man soll es gezielt einsetzen und zwar 2-mal die Woche, frühestens eine halbe Stunde. Genauso habe ich auch gehört, so, hä? Ich dachte, das ist einfach das so eine Lampe, die man halt anmacht. Aber wird man davon braun oder ist es halt nur hell? Es ist einfach nur hell. Es ist gut hell. Kann man versuchen. Hast du denn das Gefühl, dass eine Wirkung eingesetzt hat? Ja, wie gesagt, ich kann nicht schlafen. Hast du das dann umgestellt und hast du dann eine therapeutische... Nee. Okay. Also ich hoffe auf den, sozusagen... Also ich hoffe das ja und ist mir dann egal, ob Placebo oder nicht. Ich mache diese Lampe an und denke so, du tust was. Du gegen den Winter zusammen mit der Lampe, Buddies. Wer mein Icon kennt, weiß ja mit Lampen und ich. Das sind auch so. Stimmt. Okay, gut. Ich weiß nicht genau, ob das die Frage beantwortet. Da wird auf jeden Fall weggelaufen. Ich fürchte also eher nicht. Aber wir haben es versucht und fragen lieber schnell nach dem nächsten Problem, liebe Hörerinnen und Hörer. Da ist ein Problem. Ich möchte nur sagen, also wir geben uns bei dem Podcast ja redlich Mühe, was das mit der Quote angeht. Ja? Das heißt, wir haben jetzt eine Frau, 2 Männer gehabt. Ich hätte als nächstes gerne wieder ein Problem von einer Hörerin. Ja, hallo. Hi. Wie geht ihr mit Leuten um, die jetzt auf euch zukommen, euch irgendwie voll labern, aber ihr euch eigentlich für das Thema gar nicht interessiert von der Person? Also wie sagt man das denen am besten, ohne dass sie total beleidigt sind oder wie kommt man aus so einer Situation am besten raus? Das ist echt eine interessante Frage, aber in Saal 2 läuft gerade dieser wichtige Talk, den ich unbedingt sehen muss und deswegen muss ich leider los. Ja, jetzt nicht nur hier auf dem Kongress, sondern generell. Ja. Wollte nur einen Gag machen, verdammt. Witz erklären. Malik. Ich meine, du bist ja so der Rockstar unter uns. Ja, das heißt, dir passiert das am allerhäufigsten. Ich habe, glaube ich, keine Lösung für das Problem. Weil ich genau dieses Problem auch habe. Aber was passiert dann? Echt, wir haben dich gar nicht so voll getextet eben. Nee, aber eher uns. Aber was passiert dann? Das ist vielleicht schon die Strategie. Also gegenlabern? Gegenlabern. Entschuldige bitte. Nee, aber wieso bringst du das mit mir in Verbindung? Ich weiß nicht, jetzt auch nicht. Verstanden. Nee, also ich glaube, wie Herr Dr. Thomas Schwenke oft zu sagen pflegt, es kommt darauf an, tatsächlich, wie hast du den Eindruck, dass da dir jemand gegenüber ist, der noch irgendeine Wahrnehmung dafür hat, wo du jetzt so gerade stehst und wie viel Bock du hast, so, oder wie besoffen ist der schon? Ansonsten ist oft ja gut, hey, richtig gut, ich bin kurz, also so, okay. Raus und dann möglichst schnell, bevor es sich vertieft hat. Ich bin aber nicht besonders gut da drin, so. Ich schaffe das halt ab und zu, aber eigentlich... Ich glaube, du hörst eher zu, gibt es doch zu. Das ist tatsächlich sozusagen auch, ich will nicht von Strategie reden, aber es ist, also ich versuche tatsächlich... erstmal zu denken, okay, es gibt jemanden, der hat ein Thema und der findet das anscheinend interessant genug. Und also es gibt so diesen Grenzfall, wenn jemand sozusagen vorsätzlich anlaberig ist und sozusagen, also die auch deutlich kommuniziert, mich interessiert überhaupt gar nicht, was du davon hältst. Ich drück dir das, dann wahrscheinlich würde man von außen ruppig sagen, also bin ich sozusagen kurz angebunden und sage dann, ich muss jetzt wirklich. Aber ansonsten höre ich mal zu, dass was dann passieren kann, ist, dass ich sozusagen die dass meine Aufmerksamkeitsspanne nicht dafür ausreicht, obwohl ich es versuche. Und dann bekomme ich so einen gläsernen Blick, der so langsam wegwandert. Ich glaube, das kann man sehen. Ich fühle mich selber auch immer unangenehm berührt, aber ich weiß auch nicht, was ich da machen soll. Frau Kirsche. Bei mir sind zwei Sachen auch. Ich glaube auch, dass ich relativ lange tatsächlich zuhören kann. Ich mache ja Biografieforschung und wenn man sich biografische Interviews anhört oder wenn man die macht, dann dauern die 2 bis 3 Stunden. Da muss man ein wenig Geduld mitbringen. Das heißt, ich habe auch relativ viel Geduld, was aber auch bedeutet, dass ich nur noch mache und vielleicht in Gedanken meine Einkaufsliste schreibe oder sonst irgendwas. Und der andere Punkt ist, den habe ich in den USA verwendet, das war total super. Da bin ich immer mit dem Bus zur Uni gefahren und das war eine sehr interessante Form von Vergemeinschaftung, die da in dem Bus stattgefunden hat. Auf jeden Fall haben mich dauernd Leute angequatscht und wollten mir irgendwas aus ihrem Leben erzählen. Oder, das war das Hauptthema, sehr gerne übers Christentum mit mir sprechen. Und ich möchte nicht übers Christentum sprechen und habe angefangen, weil es eine super Strategie ist, zu sagen, sorry, but I'm a communist. Und damit war das Thema sofort durch. Die haben nicht mehr mit mir gesprochen. Und es hat auch sonst nie wieder auf der Fahrt jemand mit mir gesprochen. Das kann ich sehr empfehlen. Immer sagen, man wäre Kommunistin oder Sozialistin oder so. Das hilft. Ich habe allerdings die Gegenmethode ja auch einmal gemacht. Hatte ich, glaube ich, in der Weisheit? Nein. Aber ich hatte ja mal Zeugen Jehovas vor der Tür. Zeuginnen waren es sogar tatsächlich. Und die wollten ja mit mir über unseren Herrn und Erlöser sprechen. Ja, und ich hatte Zeit. Ich war so, oh, ja, dann kommt doch mal rein. Das war tatsächlich, wollte zu Darwin heißt der eine, ne? Und Dawkins heißt der andere. Also ich hatte auf jeden Fall so einige Ideen, was ich zu denen sagen wollte, aber ich wollte wirklich, wirklich mal von denen hören, wie die Argumentationskette funktioniert. Ja. Aber das war, also die waren 20 Minuten, 30 Minuten da ungefähr, aber sie wurden halt zunehmend stumm und haben mir auch so einen Watchtower, wie heißt das Ding, Wachturm dagelassen und sowas. Da kam halt gar nichts. Das heißt, in dem Fall habe ich quasi Gegenstrategie gemacht, super einladend, und dann dünnte das auf einmal auch so unglaublich aus. Und ich dachte, okay. Sie meinten aber, sie kämen am nächsten Tag wieder und waren nie wieder gesehen. Ja. Liebe Zeuginnen Jehovas, falls ihr jetzt da seid. Ja. Erlöst mich. Malik ist noch eine Weile hier und hat Interesse. Frau Cammarata. Ich kann geistig abdriften ganz toll. Das hilft in solchen Gesprächen. Also ich kann quasi imitieren, dass ich zuhöre und dem Gegenüber auch das Gefühl geben, dass ich sehr interessiert zuhöre. Und ich denke mir in der Zeit dann zum Beispiel Blogartikel aus. Manchmal hoffe ich auch, dass dann im Gespräch doch irgendwas kommt, was so awkward ist, dass ich genau darüber bloggen irgendwie kann. Und ansonsten Einkaufslisten oder irgendwie To-Do-Listen und was noch alles so ansteht in der Zeit zu machen, ist so mental, hygienisch eigentlich ganz okay, sich so voll labern zu lassen. Passiert ja auch nicht so oft. Also, aber wirklich abbrechen, das schaffe ich nicht. Also wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich am liebsten mit Patricia reden, glaube ich. Also quasi, wenn ich ein dringendes Thema hätte und mir nicht sicher bin, ob es jemand... Nee, doch nicht. Das ist, kennst du diesen Handshake, wenn man sich die Hand tote gibt? Fisch? Ja, der tote Fisch. Ja. Oh, so fühlt sich das an. Oh. Im Kopf? Ja, der tote Fisch im Kopf. Der tote Fisch im Kopf. Oh. Ich glaube, wir haben einen Folgentitel. Ja, glaube ich. Ja, sorry, I'm a Communist finde ich aber auch schon sehr, 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 sehr schön. Da, eine Hörerinnenfrage. Nee, ein Beitrag auch noch zu der Frage von gerade, weil wir haben da ein sehr ausgeklügeltes System. Mein Freund und ich, manchmal sagen wir, okay, pass auf, wenn ich dieses Augenzwinkern mache oder also so ein bestimmtes Signal, dann bitte sprich mich an und sag, du, wir müssen jetzt aber schnell weiter. Wow. So, da braucht man aber immer noch eine zweite Person. Da braucht man auf jeden Fall eine zweite Person. So habe ich deinen Freund auch kennengelernt. Das erklärt so viel. Sehr schön. Okay, also es gibt mannighaltige Strategien, die wahrscheinlich alle nicht funktionieren, wenn man eine zweite Person hat, weil man dann doch zu freundlich ist. Gibt es noch ein weiteres Problem oder eine philosophische Frage? Ich hätte ja wirklich auch gedacht, also wenn wir ankündigen, dass wir uns hierher setzen und wirklich jedes Problem wissen, dass irgendeiner ankommt und so ein juristisches Ding irgendwie schildert oder so ein super kompliziertes philosophisches Problem. Aber Weltfrieden. Weltfrieden, genau. Weltfrieden, wir haben ja noch ein paar bekommen, ne? Naja, aber ich will ja eigentlich sagen, mit den Leuten hier reden. Es wird ja immer gesagt so, ja, die klassischen Massenmedien machen keine Interaktion und so. Dann will man mal und dann so, wisst ihr, was ist jetzt hier mit euren Problemen? Seid ihr jetzt alle glücklich oder wie? Nein. Was, wo? Windows 10 hat sich sauber installiert. Nichts los. Stimmt, stimmt. Ihr könnt uns auch fragen, wie man jetzt bei einem Maserati XS den Lack zerkratzt. Die Störkolungen so verkonkuliert, dass der Transparenzbolzen im 6. Gang abdunkelt. So. Okay, ihr dürft euch, also wir geben euch ein bisschen Bedenkzeit. Ich würde sozusagen thematisch anschließend eine Frage, die uns online gestellt worden ist, einbringen von Dana, die gesagt hat, also es gab tatsächlich, unsere Hörerinnen und Hörer sind anscheinend total weihnachtstraumatisiert. Es gibt so viele Fragen, die mit Weihnachten zu tun haben. Und es gab aber auch eine, die hat mit danach zu tun. Und das war nämlich die Frage, so, also man war jetzt Weihnachten schon bei der Familie und ist da geblieben. Wie kommt man denn danach raus, um zum Kongress zu fahren? Ja, also wie kann man, es gibt anscheinend sozusagen nicht nur eine Weihnachtsverpflichtung, dass man da sein muss, sondern es gibt auch noch so eine Postweihnachtsverpflichtung, in diesem dunklen Loch zwischen den Jahren präsent zu sein. Wie sagt man, ich muss jetzt mal los? Vor allem ist es 24. abends und irgendwer muss den Kongress ja auch noch aufbauen. Mhm. Ist so, ja, nicht. Ja, aber das ist noch ein anderes Thema. Ich glaube, da geht es erstmal um Besucher, also quasi Leute, die erst am 27. hier sein müssen, und Besucherinnen, die. Aber wie man, also A ist die Frage, lässt man die wirklich zu Hause, die Familie, oder schleift man die besser mit? Es kommt auf die Familie an. Naja, aber ich hatte gerade den interessanten Fall bei diesem Junghackerinnen-Podcast auch, dass sie gesagt hat, naja, die Mädchen in meiner Klasse interessieren sich nicht für Technik. Und ich so, naja, vielleicht würde sich das ja ändern, wenn man die mitnimmt. Und dann sie, ja, stimmt, müsste man vielleicht mal machen. Also, naja, genau, aber ob du die Leute dann dabei haben willst, ist ja die andere Frage. Warum würde man jemand, der Familie ist, nicht dabei haben wollen? Weil man sich Familie nicht ausgesucht hat. Ach so, nee, ich meine jetzt nicht dieses Elterngenerationsding, sondern quasi vertikal. Vertikal, also Geschwister. Partner, Geschwister, Kinder. Ja, da spricht nicht so viel dagegen. Ja. So, und dann ist der andere, oder seht ihr das anders? Mitnehmen? Nö, ich würde auch Teile meiner Familie mitnehmen. Welche Teile? Das erklären wir in einer anderen Folge. Ja. Aber jetzt Gesetz in voll, man hat sich halt so irgendwie drüber unterhalten und dann der Rest von mir sagt so, nee, auf gar keinen Fall. Wir haben da keinen Bock. Und du sollst auch nicht hin. Wie kommt man trotzdem weg? Gar nicht erst hingehen. Wie? Zur Familie. Achso. Moment, wir reden über die Familie. Also quasi, ne? Aber was ist denn die Familie? Also die eigene, der Partner und die Kinder nur. Ja. Und vielleicht auch die Geschwistergeneration. Und die Frage ist, wie kommt man zum Kongress, ohne die mitzunehmen? Oder ich verstehe die Frage nicht. Die setzen dich unter familiären Druck, dass du gefälligst zwischen den Jahren auch da zu sein hast. Wo da? Die können ja... Na, nicht auf dem Kongress, sondern wo auch immer die sind. Hm. Gibt es solche Familien? Das gibt es nicht. Für die theoretische Diskussion, ja, gibt es. Das ist sehr konstruiert. Naja, also man kann die ja immer noch mit nach Hamburg einfach nehmen. Die müssen ja nicht auf den Kongress. Die können ins Musical gehen. So Musical oder ins Miniaturwunderland. Ich glaube, da kriegt man den einen oder anderen... Weil du meinst, Leute, die sich nicht für den Kongress interessieren, interessieren sich fürs Miniaturwunderland? Ja. Nee, ich glaube, das Venn-Diagramm liegt direkt übereinander. Hm. Ich habe weder diese familiären Schwierigkeiten. Ich sage, ich gehe dahin. Ah ja, cool. Dann gucken wir im Livestream. Oder es ist halt, wenn jemand auch nur den Ansatz zeigt, sich für die Thematik zu interessieren, würde ich jeden sofort immer mitschleifen. Okay. Also, ich habe die Zwänge, kenne ich so nicht. Es gibt nicht so dieses Großfamilie und dann sitzt man da und jetzt müsste noch ein paar Tage. Und wir sehen uns ja nie, sondern wir sehen uns sowieso jede Woche und dann. Aber ich kann verstehen, dass es Familien gibt. Habt ihr so Familien eigentlich? Also, wo ihr euch so schwer loseisen könnt oder wo Mama so gar nicht versteht, irgendwie, was die Nörderei eigentlich so? Oder Papa? Habt ihr das? Zeigt mal, macht mal so eine Hand hoch, wenn ihr denkt, okay, wegkommen war echt. Aha. Der Bruder zeigt gerade auf den anderen Bruder oder so. Aber hat geklappt. Frau Kirsche, können Sie sich da wenigstens einfühlen und haben eine Lösung? Nein. Weisheit, der empathischste Podcast der Mittellande. Nein, ich glaube schon auch, dass... Nee, aber ich finde, dann ist ja Weihnachten vorbei. Da sehe ich jetzt keinen... Okay, ja, okay, verstehe. Ne? Also ich glaube, wenn das jetzt so wäre, dass es am 24. wäre, dann... Da kann ich mich jetzt einfühlen, aber alles andere würde ich irgendwie nicht so richtig akzeptieren können, glaube ich. Okay, verstehe. Also das Problem ist nicht existent. Ja. Ja, okay. So, gibt es auch aus dem Hörerinnen- und Hörerkreis ein existentes Problem, in das sich die Empathen, die hier oben auf der Bühne sitzen, auch einfühlen können. Gut, dann möchte ich zu einer philosophischen Frage kommen, auf die ich mich schon sehr, sehr freue. Und zwar ist das geklaut aus, ich weiß gar nicht, ob Zeit oder Süddeutsche, also eine dieser Publikationen, die so eine, hier, ich stelle eine philosophische Frage, also ein ethisches Problem, was ich im Alltag habe. Und da war die Frage, ich bekomme einen Brief und der ist sozusagen so abgestempelt, dass die Briefmarke noch ganz ist, also sagen noch nicht entwertet. Darf ich die nochmal benutzen oder nicht? Und es gibt also in dem Artikel gab es auch eine Lösung dazu, die ich noch nicht verraten will, sondern ich möchte erst von Herrn Aziz wissen. Ja, da fragst du absolut den Richtigen. Wieso? Gerade hier auf dem Kongress, die über 40 sind oder über 35, kennen vielleicht auch noch das Stamp-Faking. Es gab mal Zeiten, da hat man Disketten verschickt, weil es noch kein Internet gab. Und du musstest natürlich in der ganzen Welt deine Demos und geklauten Spiele und sowas rumschicken. Also habe ich von einem Freund gehört. Und dann war es jedenfalls so, dass das Problem hast, du bist irgendwie 14 und jede Briefmarke nach Italien kostet halt 1,87 Mark oder so. Und das war natürlich sehr teuer fürs Taschengeld. Deswegen, was wir also gemacht haben, ist kein Tipp für zu Hause zu. Du hältst dir bitte die Ohren zu. Es ist so Prittstift, ganz wunderbar. Auf die, also Briefmarke aufkleben, Prittstift drauf. Klug. Ne? Und dann kann also sozusagen dem man das schickt, der schickt einem ja auch dann ein Paket zurück und schickt einem aus Italien dann die deutsche Briefmarke quasi ausgeschnitten wieder zurück und die kann man dann wieder abrubbeln oder nochmal Pritt drüber und dann, weil der Stempel dann halt nicht durchgeht und die also dann halt nochmal benutzen. Das ist ja aktiver Betrug, ne? Das geht ja schon viel weiter über die Frage hinaus. Ja, aber daraus kannst du vielleicht schließen. Ich wollte gerade sagen, ich würde schlussfolgern, dass sozusagen ähnlich wie du. Also du hast es schon getan. Ich? Wieso ich? Das hat mit mir nichts zu tun. Okay. Freund. Früher. Hat dein Freund das in letzter Zeit nochmal probiert, so eine Post? In letzter Zeit hat der Freund festgestellt, dass die Stampmaschine der Post... dass mit den Disketten keiner mehr haben will. Also dass die Postmaschinen der Post, die Stempelmaschinen der Post scheinbar so gut sind, dass die nicht mehr daneben stempeln. Nee, das stimmt nicht. Aber die Briefmarken sind ja nicht mehr zum Selbstkleben. Also meine Freundin, die hat das früher immer so unter Wasserdampf abgelöst und dann konnte man die wieder drauf machen. Nur jetzt sind das ja selbstklebende Marken. Mhm. Die kriegst du nicht mehr ab. Das soll doch mit dem Film gar nicht so gut funktionieren. Nee? Kann man ja trotzdem ausschneiden. Aber es geht doch... Meine Güte, ey, ich frage euch, ein philosophisch-ethisches Problem, was ihr macht, ist Handwerker-Tipps. Was zur Hölle, Leute? Meine Güte, Frau Kirsche, retten Sie mich, bitte. Also, Wie ist das im Kommunismus? Eine Briefmarke ist für alle da. Es gibt keine Waren mehr insofern. Sorry, ich bin raus. Nee, Moment. Wir haben ja noch nicht Kommunismus. Ne? Sozusagen. Also ich stelle die Frage mal so, dass du sie auch verstehst. Ist der Weg, eine nicht korrekt entwertete Briefmarke noch einmal zu verwenden, hilfreich auf dem Weg zur Revolution, ja oder nein? Oh Gott. Warte kurz. Okay, ich kann also... Ich brauche meine Notizen. Ich erzähle... ich würde das einfach machen, ja. Warum? Stempelversagen. Ja, eben. Ach, da kann ich nicht... Ich brauche irgendwie... Das ist zu... Also okay, aus Umweltgründen. Ich sag mal, du kannst auch so eine Briefmarke nicht einfach der Wiederverwertung zuführen. Nee, aber der Punkt, der sozusagen in der Erklärung... Die Briefmarke wird traurig. Jetzt harte Geschütze. Ich muss wirklich bald mit dem Feuer anfangen, habe ich so. Also in dem Artikel ist die Erklärung wie folgt. Das ist ja eine Dienstleistung, die man kauft und die ist ja erbracht worden. Und als Analogie hat der Autor, den ich jetzt gerne nennen würde, aber den ich leider nicht im Kopf habe, wird in den Shownotes verlinkt, hat gesagt, naja, man muss sich das vorstellen, man kommt in eine Kneipe rein und will ein Glas Wasser. Und da hat vor einem schon jemand ein Glas Wasser bezahlt. Der Barkeeper hat das Geld aber vergessen zu nehmen und weiß sozusagen nicht, wem es gehört. Würde man jetzt das Geld sozusagen von der Theke nehmen und als das eigene dann ausgeben? Oder würde man sagen, ey Barkeeper, da hat jemand sein Geld vergessen, nimm mal bitte. Das ist ja tatsächlich dieselbe Frage und das ist nur ein bisschen näher dran. Jetzt also Gegenfrage, würdet ihr dem Barkeeper das Geld geben, ja oder nein? Natürlich. Natürlich? Mache ich auch immer. Ja? Ich auch. Aber der Barkeeper ist nicht die Post. Außerdem würde ich kein Wasser in der Kneipe trinken. Was ist der Unterschied zwischen dem Barkeeper und der Post? Das ist eine Person, die quasi meistens einen festen Gehaltsanteil bekommt und Trinkgeld und davon lebt. und alles, was sozusagen in der Rechnung nicht stimmt, kriegt er ja persönlich abgezogen. Und die Post, die dann als System irgendwie versagt und einmal daneben stempelt, hat er, glaube ich, eine andere Rechnung in Summe. Ich hätte auch noch eine Frage. Also, Moment, aber nur um das, was sozusagen, also du sagst schon, da entsteht ein Schaden, aber der ist nicht relevant genug. Ja. Oder sagst du, der Schaden entsteht und die Post hat verdient? Nee, ersteres natürlich. Das ist nicht relevant genug, okay. Herr Aziz? Was ist denn, ich muss dir mal gerade eine Gegenfrage stellen. Ihr kennt das vielleicht, inzwischen ist das so, wenn du was wegschickst, ist es nicht ausreichend frankiert, kriegst du das wieder mit diesem gelben Zettelchen, das man abreißen muss, und dann kann man dieses gelbe Zettelchen abreißen, verliert nicht das, was man bereits bezahlt hat, sondern kann so nachlösen. Ja, das ist super. Wenn man T-Shirts für Puerto Partida verschickt zum Beispiel, dann kommt das sehr, sehr oft vor. Also auf jeden Fall... dann haben Sie ja quasi dieses Ding zum Briefzentrum transportiert, haben gesehen, das ist nicht richtig frankiert, machen was drauf, schicken es mir zurück, ich zahle mehr. Sie du bist schuld, dass das Porto immer teurer wird? Nein, Sie haben, nein. Du mit deinem Internetblog bist schuld, dass das Porto immer teurer wird. Hättest du noch Fanpost, weißt du? Würdest du noch deine Blogartikel einzeln... Könnten wir bei der Sache bleiben? Okay, also die Frage ist, jetzt haben Sie freiwillig... die doppelte Leistung erbracht, für die ich das Gleiche bezahlen soll. Ich muss ja nicht mehr bezahlen, weil sie es mir zurückgeschickt haben. Keine Strafzahlung. Mhm. Aber auch, früher ist das, glaube ich, verfallen und man kriegt da einfach den Brief. Inzwischen, das fand ich sehr, sehr fair, aber das heißt, wie ist das eigentlich da? Das ist also ein Unternehmen, was für die doppelte Leistung dann auch nur das gleiche Geld haben will. Kann man daraus nicht schließen, dass sie für eine nicht gestempelte Briefmarke auch gerne eine doppelte Leistung erbringen möchten. Also die Post kommuniziert indirekt, das ist schon okay, mach das mal, solange bis wir mit dem Stempel, okay. Die Idee kam von denen. Ja, okay. Frau Kirsche? Boah, ey, ich kann über sowas überhaupt noch nicht mal nachdenken. Aber warum nicht? Die Revolution wartet. Außerdem denke ich die ganze Zeit, der Junge hat die Knie frei. Sie will nähen. Ihr habt vielleicht schon gemerkt, dass... dass es eine Eigenkreation von Frau Kirsche ist. Da könnte man eigentlich einen kleinen Applaus, also ich auf jeden Fall, möchte an der Stelle mal dich zum Model degradieren. Schätzchen. Wollen wir über deine Haare sprechen? So schön. Über deine schönen Haare. Die Kuh ist ein Geheimnis. Haben wir noch Probleme eigentlich? Also ich habe gerade Probleme, das sind und zwar 3 und die sitzen hier auf der Bühne. Haben wir außerdem noch im Publikum vielleicht ein Problem? Also, wisst ihr Leute, der Aziz ist ja schon schlecht, was Hausaufgaben angeht. Aber darf ich auch eine Frage stellen? Ihr schlagt wirklich, um. Und ich hätte eigentlich, könnt ihr mal bitte mit dem männlichen Redeverhalten aufhören? Ich will aber mal was sagen. Es ist nur ein kurzer Kommentar. Also auch eine Frage ganz am Ende. Wirklich. Also eine kurze Einleitung. Könntest du das bitte kurz abmoderieren? Könnt ihr das Mikrofon mal bitte kurz an... Nein, schade, sehr, sehr super gemacht. Also es gibt ja, also um die Geschichte zu erzählen... Warum meine Probleme jetzt nicht zählen, verstehe ich. Ja, merkt ihr auch, wie er sie gerade mansplaint, ne? Es gibt, das ist ein echtes Problem. Ich möchte den Insider erklären. Schieß los. Dem Publikum, die sozusagen, es gibt auf Konferenzen, wie dieser hier auch, sozusagen gibt es immer nach einem Vortrag die Ansage, hat noch jemand Fragen? Und was dann immer passiert, also wirklich immer, dass ich aufzeige. Jemand als Erster kommt und sagt, es ist eigentlich keine Frage, und dann liest du den Wachturm vor oder eine Lebensgeschichte oder was so passiert. Und die Kada hat das sozusagen so gekonnt abserviert neulich. Das fand ich wirklich, wirklich großartig. Applaus. Und wie denn? Muss man sich mal eine Moderation von der Kada anhören, dann kann man das auch, oder die Aufzeichnung von dem Talk mit dem Rechtsanwalt, der die... ich habe immer noch ein Problem. Ach. Verlinken wir dann in den Shownotes. Okay. Uff, ey. Jetzt willst du nicht mehr, oder was? Doch, frag mich doch mal. Sag doch mal. Was ist denn ein gottverdammtes Problem, Herrgott, nochmal? Ich kann ganz schlecht verzeihen. Oh. Ja. Okay. Und ich wollte euch fragen... Aber ich meine, das ist ja auch nicht dein Problem eigentlich, oder? Doch, ich würde ja gerne besser verzeihen können. Warum? Aber ich bin ganz schlimm nachtragend und dann immer sehr wütend. Vielleicht kommt da eine Frage. Und habe auch ein Gedächtnis wie ein Elefant. Ja. Ach, echt? So, dass ich immer, wenn ich jemanden dann angucke, fällt mir das wieder ein und dann bin ich wieder total sauer. Okay. Und nur to myself, nicht Patricia verärgern. Besser ist. Und jetzt wollte ich fragen, wie ihr mit sowas umgeht, wenn ihr merkt, ihr könnt nicht verzeihen. Das ist ja eigentlich in der heutigen Zeit wäre das ja schon gut, wenn man das besser könnte. Ich möchte trotzdem vorher noch sozusagen eine Frage stellen, um das Problem genauer zu verstehen, nämlich, warum willst du denn mehr verzeihen? Na, also so Groll in sich tragen ist ja ungesund und man kriegt Verhalten und die Menschen, die Interaktionen sind dann so schwierig und der Freundeskreis verkleinert sich immer mehr. Ja. Mit der Depression wird schlimmer. Ja. Okay, verstehe. Puh. Verzeihen. Also erstmal habt ihr ein ähnliches Problem? Also ich kann ja kurz, also ich kenne das sozusagen nur im Moment. Also dann zornig sein und sagen, was für ein gottverdammter Vollpfosten, der ist gefeuert. Aber eigentlich jedes Mal nach der Sendung geht es wieder. Nee, also tatsächlich wirklich, also ich kenne sozusagen das Problem, dass man eigentlich gerne in der Situation sofort so total buddhistisch verzeih, es ist alles nicht so schlimm, wir sind alle in der Familie und kann das dann auch nicht, aber das mit ein bisschen Zeit, also ich weiß nicht, die Halbwertszeit. Nee, eher so ein paar Stunden. In Franken. In Franken ist ein wenig länger dann. Ja. Aber wie ist das denn? Groll? Nee. Gar nicht. Also doch, also ich bin natürlich sauer und so, aber eigentlich freue ich mich tatsächlich sehr viel mehr über eine Gesprächsmöglichkeit, um eine Sache zu resolven. Wie heißt es denn? Ad acta legen zu können, lösen zu können, ja. Also wie? Aber dann sagen, dann bedarf sozusagen nochmal eines weiteren Gesprächs. Ja, je nachdem schon. Ja, ich bin auf jeden Fall nicht so jemand, der sagt, ach ja, na gut, hat er sich halt aufgeregt, jetzt auch egal. Also das nicht, sondern die Sache im Kern hängt mir dann schon nach, aber es ist nicht so, dass ich dann deswegen jetzt auf Stur schalte und man nie wieder mit mir redet, sondern im Gegenteil, das wäre eher so, wenn es die Gelegenheit bietet. Aber es bedarf noch einer Erklärung. Ja. Okay, sagen meistens. Aber sonst bleibt es auch hängen oder kann auch hängen bleiben. Aber nicht jetzt so, ich sag mal, die Freundin hatte mal niedrigen Blutzucker, man hat sich angezickt, geht eine Stunde woanders hin und danach ist dann... Er ist doch der mit dem niedrigen Blutzucker, oder? Manchmal. Die Freundin auf einmal vorschieben. Tja. Wie es vorhin der Freund war. Danke, Peter. Ja, also dann ist es halt so, dass man natürlich auch mal 5 gerade sein lassen kann. Also. Okay. Aber bei ernsthaften Auseinandersetzungen... Was, also für die Leute, die nur den Podcast hören und das nicht sehen können, hier ist gerade eine Rohrpost angekommen. Auf dem Chaos Communication Congress gibt es ein Rohrpostsystem und da sind Werbeaufkleber drin. Wir haben auch Werbeaufkleber dabei. Wir haben auch, liebes Publikum, wenn ihr Werbeaufkleber von der Weisheit wollt, dann kommt danach zu uns. Wir wissen zwar nicht genau, wo wir sein werden, aber wir haben Aufkleber dabei und ihr könnt sie euch abholen. Frau Kirsche? Ja, ich... bin einfach total vergesslich. Insofern habe ich keinen. Ich habe nicht so, dass ich lange sauer auf Leute bin. Ich bin zwar schnell sauer, aber dann auch nur kurz. Und dann ist das wieder. Ich vergesse das einfach. Das ist auch nicht, dass ich habe auch dann keine schlechten Gefühle, wenn ich die Menschen sehe oder wenn ich mich mit denen auseinandersetze oder ich habe bei manchen das Bedürfnis, das zu klären, aber bei vielen auch nicht. Wie ist das, also egal. Wie ist das denn umgedreht? Wissen die, also quasi, weil, also Situation, du bist sauer. Das kann ich mir vorstellen. Person kriegt es mit. Okay. Du vergisst es. Dann das nächste Mal und die Person ist halt so, oh fuck, die Kirsche ist voll sauer auf mich. Und du so, was? Wer sind sie? Also, beeinflusst das dann die Kommunikation? Also ich glaube, es gibt Personen in meinem Leben, die dann einfordern, dass wir darüber reden. Und es gibt auch sehr viele Personen, die wissen, wie ich bin und wissen, dass man auch nur einfach ein bisschen abwarten muss und ich das dann vergessen habe. Und das ist ja auch eine gute Strategie für die. Ich wollte gerade sagen, hast du schon mal jemanden dabei erwischt, der darauf spekuliert hat? Nee, ich glaube nicht, aber vielleicht sollte ich mal ein bisschen darauf achten. Ja. Das eine Excel-Liste. Meistens kann ich auch voll gut verstehen, warum Leute sich... Ich denke dann so, aus deren Logik macht das total Sinn, sich jetzt gerade so zu verhalten. Das heißt dann nicht, dass ich irgendwie... mich das nicht ärgert oder ich nicht verletzt werde dadurch oder sonst irgendwas, aber ich habe zumindest so einen Zugang zu deren das ist Perspektive. Super anstrengend, das kenne ich auch, ich finde das super anstrengend. Man will empathisch sein. Ja, also eigentlich will man so denken so, ey du gottverdammtes, fieses Arschloch. Weißt du, die müsste man so wirklich jemand und denkt dann gleichzeitig so, naja, also ich kann es schon verstehen, der kommt aus der und der Ecke So, und naja, es macht schon, also quasi, wenn man es aus dem Blickwinkel betrachtet, macht schon auch irgendwie Sinn. Und naja, wir sind ja alle nicht und so weiter und so fort. Ekelhaft. Genau, und dann irgendwie ein halbes Kilo Schoko und dann weg. Ja, was? Ich wollte aber jetzt die Frau Kamerad, also ich meine, das Problem ist ja sozusagen, also hilft dir das irgendwie weiter? Ich muss vergesslicher werden, ne? Aber du, ich dachte, du bist schon so vergesslich. Nee, sie hat doch gerade gesagt, Elefant. Selektiv vergesslich. Ja. Also, ja. Aber du kannst es aber nicht steuern. Nee. Oder du willst es nicht steuern. Weil, das weiß ich ja nicht so genau, ob man das steuern könnte. Dass okay, man Publikumsexperiment, einer oder eine von vergesst euch. Uns. Bitte. Nein! So. Einer oder eine von euch bitte Frau Cammarata sauer machen. Aber nur einer oder eine. Nur einer oder eine, also sprecht euch da bitte ab. Und dann, also du bitte, der Nächste oder die Nächste, die dich sauer machen, vergessen. Dir? Okay? Ist schon passiert? Nein. Okay, weil dann hätte ich es vergessen. Das hätte super gut geklappt, ne? Das wird schwierig. Das ist der einzige Weg, wie wir über 10 Jahre befreundet sein können. Ihr kennt euch? Ja. Patricia hat nie was von... wir haben noch eine Frage im Publikum. Was ist denn die Frage? Ja, hier. Hi. Hi. Das ist ein Problem, das uns im Moment noch nicht betrifft, aber in naher Zukunft betreffen könnte. Wer ist wir? Uns Menschen. Okay. Wir sind kurz davor, KI-Systeme zu entwickeln, die so intelligent sind wie wir oder intelligenter. Wenn die Technologie an einem Punkt angekommen ist, wo wir in der Lage sind, künstliche Intelligenzen zu schaffen, die uns in allen Bereichen überlegen sind, ist es dann moralisch, ethisch noch vertretbar, sich als dominante Spezies auf diesem Planeten zu bezeichnen und behaupten zu wollen? Okay. Ist das vor oder nach der Revolution? Nee, das ist nach der Singularität, und ob dann sozusagen die Revolution kommt, ist eine Frage, die glaube ich auch ist ein Problem, was Teil dieser Frage ist. Was ich interessant finde, ist, sonst ist ja immer die Frage immer, hey, sollen wir die überhaupt anschalten oder dürfen wir die dann noch abschalten? Aber die Frage, ist es sozusagen noch gerechtfertigt, sich als, also ich würde sagen, nee. Teilt man sich halt den Platz dann. Du als KI, was? Ich habe gerade gedacht, das ist ja eigentlich schon erledigt, aber die Frage ist, ob man überhaupt sich als dominante Lebensform überhaupt jetzt schon wahrnimmt und ja. Also ich habe mein erster Impuls war genau das, also ist ja eigentlich sehr Quatsch von sich zu sagen, aber ganz ehrlich, so ich glaube, wenn man uns anguckt, wie wir so leben, also auch wirklich jeden Einzelnen von uns, das ist schon nach uns die Sinnflut oder zumindest. Naja, die Frage, das ist ja eine Frage der Langfristigkeit. Ich finde, man wird immer sehr demütig. Es gibt in Berlin so einen verlassenen Freizeitpark. Und eine Zeit lang konnte man den offiziell auch in so Führungen sich angucken. Und das fand ich als Bild immer sehr, sehr schön. Diese überwachsenen Riesenräder und die verlassene Achterbahn und so, wie die Natur sich das so zurückerobert. Das, finde ich, hat mir immer diesen Gedanken gegeben, der Mensch nimmt sich sehr, sehr wichtig und denkt irgendwie, oh, ich bin hier die wichtige Existenzform. Aber wenn der irgendwie sich selber auslöscht, dann gibt es einfach ganz viele andere Lebewesen, die da einfach so schön drüber wachsen, als wäre nie was gewesen. Und in dem Sinne, finde ich, ist es vielleicht eine subjektive Empfindung der Menschheit, gerade die dominantere Lebensform zu sein. Die Kellerasseln lachen drüber, meinst du? Genau. Und deswegen, also finde ich es auch jetzt noch nicht, also ich finde es jetzt auch nicht gerechtfertigt, diese Haltung, und hätte deswegen auch kein Problem damit, wenn man da noch eine Chance hat, als Koexistenz irgendwie seine ökologische Nische wahrnehmen zu können, dürfen auch gerne KIs über mich herrschen. Okay. Ja, ich kann es auch nicht genau runter, gefühlt geht es ein bisschen sozusagen dran vorbei, weil bei dem einen ist es ja sozusagen, ne, also wenn wir halt tot sind, dann sind wir halt weg und naja gut, dann gibt es halt andere, aber das ist ja wirklich so ein Nebeneinander. Aber was sagt denn Frau Kirsche dazu? Ich finde, dass ich kann jetzt den Kommunismus unterbringen, voll gut. Nein, aber ich habe erst so gedacht, oh nein, das wird voll schlimm. Und dann dachte ich irgendwie, das hört sich ja an, als wären wir jetzt in einem herrschaftsfreien Raum. Und das sind wir ja auch nicht. Wir sind jetzt vielleicht nicht, wir können jetzt nicht sagen, die künstliche Intelligenz beherrscht uns und wir können das ausmachen und sagen, aber früher waren wir das, aber einzelne Bevölkerungsgruppen werden unterworfen, werden unterdrückt, Geschlechter, Rassen, Länder, was auch immer. Insofern ist das vielleicht, ist das genauso eine Frage wie einem kapitalistischen System unterworfen zu werden oder sonst irgendwas. Also es macht es gar keinen großen Unterschied, nur wirkt es derzeit bedrohlicher als, als die Unterwerfungs- oder Unterdrückungsmechanismen, die wir gerade kennen. Warte mal, meinst du quasi, dass wir jetzt sozusagen als der Kulturkreis in Berlin sozusagen gerade eher zu den Privilegierten gehören und dass es sozusagen ganz viele Menschen gibt, die sowieso schon nicht sich als sozusagen herrschend empfinden können, weil sie einfach in Verhältnissen leben, die unter aller Sau sind, um es mal so zu sagen, und dass es quasi eigentlich, wenn es dann die KI gibt, die sozusagen nicht nur in der Lage ist, mit uns mitzuhalten, sondern das auch tut, einfach sozusagen den privilegierten Teil der Menschheit in die Lage versetzt, genauso leben zu müssen wie alle anderen, sich nämlich teilen zu müssen. Ich würde sagen, dass natürlich die privilegierten Individuen bessere Lebenschancen haben und mehr Macht ausüben, sehr viel mehr Macht ausüben können und es auch tun, sich ja aber trotzdem immer wieder anderen Mechanismen unterwerfen müssen. Also was ich sagen will, der Mensch ist ja nur in einem sehr kleinen Rahmen ein wirklich individuell handelndes Wesen und ist ja total beschränkt in ganz vielen Auslebungsformen und dann ist es halt, ist der Rahmen halt die KI. Also genau, die Frage ist sozusagen nicht, also dieses Herrschende ist dann immer nur ein abstraktes Konzept, aber konkret für den Einzelnen ist es eigentlich egal, ob er sich mit einer KI engagieren muss oder mit bestehenden... Du meinst, da ändert sich nicht viel. Man kann ja auch hoffen, dass die KI rationalere Entscheidungen trifft. Wie bei Terminator. Ich würde das Grundargument schon sagen, wir sind ja jetzt auch nicht unbeherrscht. Und zwar nicht politisch, sondern von... Das habe ich verstanden, aber du meinst sozusagen, wenn eine KI hinzukommt, ändert sich das nicht. Also da ändert sich im Prinzip nichts in der Anordnung von Herrschaftsverhältnissen, sondern da gibt es einfach einen weiteren Player. Ja, weiß ich nicht, aber also ich kann mir schon vorstellen, dass das eine schwierigere Form von Unterwerfung ist als solche, denen wir uns jetzt gerade hingeben. Aber vielleicht, also in der Abstraktion würde ich sagen, macht es eigentlich keinen großen Unterschied dann. Okay. Herr Aziz? Mein Management-Summary ist, die Frage stellt sich eigentlich gar nicht, weil Geschichte wird von Gewinnern geschrieben. Und innen. Und bei KI... Von Gewinneressen. Die künstliche Intelligenz. Von Gewinnerinnen. Also was auch immer dann dominieren wird, wird sich gar nicht drum scheren, glaube ich, wie wir das definieren. Okay. Wir werden das Problem nicht haben, weil wir nicht mehr da sind. Bevor das passiert, gibt es noch ein anderes Problem. Im Kreise der geneigten Außer Hörerinnen. Die Unterjochung der Menschheit. Petra hat, glaube ich, ein zeitliches Problem. Nee, das Petra ist cool. Alles in Ordnung. Gut. Was ich tatsächlich noch eine spannende Frage fand, die uns im Vorfeld ereilt hat, ist, ist jetzt genau genommen auch kein Problem, also das mit der Hausaufgabenstellung und das richtige Zusammenarbeiten, das üben wir noch ein bisschen, aber ich will jetzt mal wirklich reingucken und währenddessen euch fragen, was würdet ihr für einen Beruf ergreifen, wenn ihr heute nochmal neu entscheiden könntet? Also was würdet ihr lernen und oder studieren? Aziz. Das Gleiche. Was ist das? Also was Grafikdesign. Du hast das wirklich richtig gelernt sozusagen. Studiert in Aachen. Okay. Ja. Bin nie aus dem Kaff rausgekommen. Und dann würdest du alles genauso machen. Und Selbstständigkeit ist jetzt mein Weg. Auch das würde ich so machen. Okay. Same. Wenn ich jetzt nochmal neu anfangen könnte, würde ich auf jeden Fall wieder Soziologie studieren wollen. Ja. Und auch wissenschaftliche Laufbahn? Die Bedingungen, ich finde, also ich kann quasi die Leidenschaft für den Beruf an sich, aber ich finde die Bedingungen halt im Wissenschaftsbereich unglaublich hart und kann mir nicht vorstellen, dass man sich freiwillig quasi, also aufgrund dieser Möglichkeiten nochmal dafür entscheidet. Das Problem mit meiner wissenschaftlichen Laufbahn ist ja, dass ich nur das kann, weil mir nichts anderes einfällt, was ich machen könnte. Das würde sich jetzt wiederholen einfach an der Stelle. Ich finde, das ist ein Scheißsystem und das macht keinen Spaß, es ist unfair und anstrengend und so weiter. Aber ich kann mir auch nichts Schöneres vorstellen, als meinen Beruf zu haben. So. Okay. Das ist deprimierend für mich. Wieso? Würdest du nochmal Bloggerin werden? Oder? Ja, das ist mein Beruf, Bloggerin. Also ich habe ja meinen Beruf nicht zielgerichtet wie sagt man, mir verdingst, ja. Sondern ich bin da zufällig zu gekommen. Und eigentlich bin ich ja Diplompsychologin. Mir war aber, also das Studium habe ich tatsächlich gemacht, weil es mich interessiert hat. Aber mir war immer klar, dass ich nicht in diesem klinischen, therapeutischen Bereich irgendwie arbeiten will. Also von daher, ich würde es wahrscheinlich nochmal studieren, aber so als Beruf, glaube ich, hätte ich gerne was Handfesteres. Sowas Richtung, also was so... Fußpflege. Nee, so, so fußfest, handfest auch nicht. Maniküre. Fußpflege hat mich jetzt aus dem Konzept gebracht. Ja, also ich, genau, also ich glaube, ich würde gern was Handwerkliches machen. Also du würdest trotzdem Psychologie studieren und dann aber Tischlerin werden? Wenn man davon ordentlich leben könnte, das ist halt wieder so die Frage der Bedingungen. Haben wir Tischlerinnen und Tischler unter uns? Oh, nee, aber so was, wo am Ende was rauskommt, was man irgendwie anfassen kann, wo man so eine richtig coole Kompetenz irgendwie hat, wo alle immer sagen, hey, du machst doch Regale, kannst du mir nicht ein Regal bauen oder so, und man dann immer sagt, nee, sorry. Aber kann ich nicht. Aber das führt mich tatsächlich sozusagen noch zu meiner Nachfrage. Du bist ja IT-Projektleiterin. Ja. Und ich hatte ja gedacht, sozusagen, wenn man sowas macht, dann ist ja so ein Projekt irgendwann auch fertig. Also es gibt bestimmt irgendwie so frustrierende Sachen, die irgendwie doof sind und vielleicht auch nicht klappen. Aber letztlich gibt es ja vielleicht doch auch Projekte, die fertig werden. Und ist das nicht so, dass man dann sagt, hey, dieses geile, was auch immer, Webseite-Ding? Nee, das macht auf jeden Fall auch Spaß und das ist ein guter Beruf. Mhm. Und mir hat das tatsächlich, ich habe vorher in so einem strategischen Bereich gearbeitet, wo man hauptsächlich PowerPoint-Folien und Konzepte gemacht hat, und die wurden dann 75 Mal überarbeitet und dann wurde festgestellt, oh, das Budget ist jetzt leider nicht da. Dann kam das in irgendeine Schublade und dann bin ich quasi IT-Projektleiterin geworden und fand genau diesen Aspekt, dass Sachen einfach fertig werden, dass man Kunden hat, die sagen, das ist richtig geil geworden, ich bin ganz glücklich, und das... Also das macht auf jeden Fall Spaß, aber ich neide, glaube ich, den Softwareentwicklern immer diese Schaffenskunst. Das, der Beef, den du mit deinem Beruf hast, ist, dass er auf der Metaebene funktioniert. Ja, ich bin ja eher so an so einer Schnittstelle als Übersetzerin zwischen so Kunden, die was wollen, und Entwicklern, die was können. Und bin aber nie so tief im Detail drin, dass ich auch Sachen mitentwickeln kann tatsächlich, oder eine eigene starke Meinung habe, wie so eine Umsetzung aussehen sollte. Muss mich immer quasi mit Argumenten überzeugen lassen, dass das jetzt genau so der Weg ist. Ich finde, das klingt total perfekt als Projektleiterin. Jemand, der das moderiert, dem es sozusagen nicht um seinen eigenen Standpunkt geht, sondern der in der Lage ist, alle Standpunkte anzuhören und dann so dann zu sagen, so okay, von den Argumenten her ist das und das. Das klingt eigentlich total geil, aber es ist trotzdem also der Job macht Spaß. Ich glaube, ich mache den auch gut, aber ich glaube, also wenn ich nochmal frei entscheiden könnte, würde ich gerne lieber selber was schaffen. Okay. Tischlerin. Wir haben noch ein Problem, wenn wir Zeit dafür haben. Ich glaube nicht, aber wir können es versuchen. Ganz schnell, wir reden schneller. Wo ist das Problem? Das Problem ist hier, ich bin jetzt als erwachsener Mensch auch schon mehrmals umgezogen. Und man sucht sich dann ja immer so ein paar neue soziale Kontakte. Im Idealfall werden das irgendwann Freunde. Ich wollte euch irgendwie mal fragen, wie findet ihr die so persönlich selber? Weil ich habe da auch 2, 3 Wege ausprobiert. Manchmal klappt das besser, manchmal schlechter. Ich bin da neugierig. Gemeinsame Interessen. Schade. Wir hätten gerne noch drüber geredet, aber leider ist die Sendung an dieser Stelle vorbei. Ein Problem, das umgeklärt werden muss. Traditionsgemäß gibt es nur noch eine Sache an dieser Stelle zu tun. Der Weisheit, letzter Schluss von Frau Kirsche. Ja, heute ist der Weisheit letzter Schluss. Solange wir noch nicht dabei sind, die Revolution zu planen, bitte ich freundlichst um solidarisches Verhalten und finde, dass das hier so super klappt und hoffe, wir können das alle 2017 mit einer neuen Präsidentschaft und Bundestagswahlen weiterführen. Wir werden sehen, was passiert. Bitte, meine Damen und Herren, verabschieden Sie recht herzlich mit mir, Malik Aziz. Patricia Cammarata. Und Frau Kirsche. Mein Name ist Markus Richter. Wir hören und sehen uns, wenn Sie wollen, wieder in der nächsten Staffel der Weisheit 2017.